Willkommen zu einer neuen Folge Legend of Zelda Link's Awakening. Wir haben in der letzten Folge den Tempel, glaube ich, geschafft. Mal gucken wir mal, wie der hieß. Den Maskentempel. Und ich habe jetzt auch keinen Plan, wie wir weitermachen sollen. Ich glaube, wir gucken mal erstmal hier im Kranladen, ob der irgendwie... Oder wie heißt der? Wunderkran? Nichts Schönes dabei. Es fehlen ja eigentlich noch ein paar Puppen, wenn ich mich richtig erinnere. Obwohl, hier mal nachfragen, was wir machen müssen. Ich glaube, wir sollen zu irgendeinem Turm, ne? Okay, wir sollen irgendwas mit diesem Hahn da machen. Aber als erstes will ich mal gucken, ob wir alle Puppen haben. Hier, die Piranha-Pflanze fehlt noch. Ich glaube, bei Urira haben wir alle. Ja, hier haben wir alle. Und der Komet fehlt, glaube ich, noch. Ja, hier, Komet. Mal gucken, wann wir die kriegen. So, ich werde, bevor wir da mal gucken, nochmal was anderes überprüfen. Ja, hier aus dem Weg. Wir können ja mit den Bomben ja auch irgendwo hier die ganzen Dinger mal machen. Die haben wir ja komplett ignoriert. Wie zum Beispiel hier, diese ganzen Risse an den Wänden. Hey, was möchtest du denn? Okay, wir haben ja aber... was können wir dem denn geben, was wir nicht brauchen? Hier, die Schaufel, die haben wir eigentlich fast noch nie genutzt. Oh, wir haben hier Boomerang. Okay, hier, komm. Da hätte er uns auch gleich den Boomerang für 300 geben können, ne? Oh, wir haben jetzt den Boomerang. Finde ich mega gut. Und der betäubt ja auch noch. Das ist ja auch noch mega cool. Wo willst du hin? Gut, ich glaube, wir brauchen jetzt den Krötenwrap. Wir müssen den dann an diesem Fischfigur nutzen. Das ist so mein Gefühl. Komm, versuchen wir es mal. Oder wir schieben aber die Statue zurück. Warum haben wir das vorher nie versucht? Unglaublich, der Gockel lebt ja wieder. Und nett scheint er auch zu sein.
Cool. Die Frage ist nur, wofür brauchen wir den jetzt? Müssen wir... Mal überlegen, wir wollten ja eigentlich, theoretisch, zum Turm. Das ist ja dahin. Da kommen wir nur über diese Brücken hier rüber. Das heißt, wir können eigentlich dahin. So von der Logik her. Nee, das war falsch. Da geht es ja zum Windfisch. Na, was möchte die Eule? Ja, das... Es gibt nur einen Turm auf dieser blöden Insel. Dann wird es ja nur der eine sein, ne? Ja, dieses Hühnchen ist schon mega cool. Oh, wir haben hier jetzt den Enterhaken. Da könnten wir uns ja theoretisch... rüberfliegen können, ne? Guck, ob das funktioniert. Also dieses Hühnchen ist ja schon mega geil. Sind wir überhaupt hier richtig? Ich bin gerade gar nicht so sicher, wenn ich da oben hin muss. Oder? Ne, wir sind schon richtig. Wir hätten hier jetzt. Weil wir jetzt hier schwimmen nämlich können. Ich weiß nur nicht, ob wir hier rüber müssen. Das ist Hühnchen in Ruhe. Was ich irgendwie schade finde, ist, dass die hier keine Koronen auf der Insel haben. Fliegen wir einmal außen rum, wenn wir das Hühnchen haben. Oh, was ist das? Wir haben einen Schlüssel gefunden. Den Adlerschlüssel. Okay. War das jetzt Zufall? Wahrscheinlich haben wir später erstmal da drauf den Hinweis bekommen von wegen hier. Suchen wir in irgendeiner Höhle oder so nach dem Schlüssel. Komm, kleines Hühnchen, wir müssen fliegen. Dieses Hähnchen, das ist ja schon mega cool, ne? Komm mit. Da geht man zufälligerweise in so eine Höhle rein und findet gleich den Schlüssel, den man braucht. Das ist mega cool. Wir müssen hier hoch. Weg mit euch.
Na, wer bist du? Das ist jetzt das Problem. Und eine Zaubermuschel. Das rücken wir ja morgen hier hin. Okay, da müssen wir irgendwie hin und da brauchen wir auch den Adlerschlüssel für. Wir sind hier irgendwie falsch. Toll. Wahrscheinlich diese ganzen Höhenrätsel hier durch. Mal gucken, wo wir jetzt hier rauskommen. Schleim. Auch schlagen. Warum habe ich das jetzt gemacht? Drin. Wie komme ich hier durch? Das ist die Frage. So durchkommen, wenn wir den wegschieben. Mal so machen. Das ist wahrscheinlich auch Schleim drin. Überall Schleim drin. Wow, 100 Rubine. Das hat es jetzt auch gebracht. Dass wir hier lang gegangen sind, hat es auch nicht gebracht. Aber wir haben eine Zaubermuschel. Das ist die große Frage, wie kommen wir da hin? Ob das auf der Karte ersichtlich wird? Da ist eine Höhle. Ach, okay. Okay, ich weiß schon, wie wir da hinkommen. Wir sind ja nach oben weggegangen und nicht in den... Und nicht den Gang weiter. Hier geht es ja noch weiter.
nehmen wir mit. Vor dem Teufelsadler. Aha. Was ist seine Aufgabe? Und wofür habe ich jetzt das Hühnchen gebraucht? Ich habe das jetzt nicht einfach nur für... Anscheinend habe ich das Hühnchen echt nur gebraucht, um diese eine Schlucht zu überspringen. Oder kommt es mit in den Dungeon rein? Das wäre natürlich auch lustig. Ja, und um den Schlüssel haben wir den zu kriegen, haben wir den auch gebraucht, ne? Hier können wir mal gucken, ob da unten noch was ist. Komm, Hähnchen. Ach, guck mal, der Gang da oben war eigentlich nur Verarsche. Ich glaube, wir haben jetzt für drei Sachen das Hühnchen erst gebraucht. Für mich. Irgendwie nicht. So, dann machen wir mal auf. Okay, damit haben wir es in die, ja, wie soll ich sagen, wie heißt die Festung? Gockelfestung? Adlerfestung? Adlerfestung, ja. Wir haben es in die Adlerfestung geschafft. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, da oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn!